Der Nasdaq 100 hatte gut 13% seit seinem Tief hinzugewonnen und die Partylaune der Wall Street gründet sich vor allem auf zwei Motive. Das erste Motiv ist die Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Krieges und jetzt hat JP Morgan das jüngste Gerücht in die Welt gesetzt. Das lautet, Zelensky ist bereit, Kompromisse zu machen, faktisch also aufzugeben. Das beflügelt heute die Wall Street. Und das zweite Argument ist, dass die Märkte sich sagen, naja, lass die Fed ein bisschen die Zinsen anheben. Wir preisen schon mal ein, dass sie dann die Zinsen wieder senken muss. Während also die Fed bei einer Inflation von 8% gerade einmal einen Zinsschritt von 0,25% gemacht hat und damit noch weit hinter der Kurve ist, sind die Märkte bereits weit vor der Kurve. Und wenn zwei Autos sich so asynchron zueinander verhalten, dann riecht das nach einem Unfall. Dann wird einer irgendwie ein kleines Verkehrsproblem kriegen und so sieht es aus, denn weder diese Ukraine-Hoffnung noch aus meiner Sicht zumindest noch diese Zinssenkungshoffnung sind besonders substanziell, sind also letztendlich nicht wirklich nachhaltig und dürften diese Rallye deshalb nicht nachhaltig befeuern, auch wenn wir natürlich jetzt schon seit einiger Zeit diese Erholung sehen. Aber was ist dran? Gibt Zelensky auf? Das hat das Trading Desk von JP Morgan jetzt heute gesagt. Gestern hat nämlich Zelensky eine Rede gehalten, in der er so ein bisschen kompromissbereit erschien. Gesagt hat also, wir beharren nicht darauf, in die NATO zu kommen. Das liegt vor allem auch an der NATO, die ja da ein bisschen zurückhaltend ist. Aber jedenfalls Zelensky bereit für eine Neutralität der Ukraine. Erster Punkt und zweiter Punkt vor allem. Territorial habe Zelensky Zugeständnisse gemacht, vor allem die Krim könne, so sieht es zumindest JP Morgan, vielleicht doch zu Russland kommen, Donbass nicht ganz so klar. Jedenfalls hat heute dann ein Berater von Zelensky, nämlich Rodnyansky, gesagt, also wir sind besorgt, dass Putin nicht wirklich ernsthaft an Waffenstillstandsgesprächen interessiert ist und er hat gesagt, no wiggle room, also kein Bewegungsraum, könnte man sagen, für Territorienabgabe. Also letztendlich hat ein Berater von Zelensky das bestritten, aber dennoch, es ist irgendwie diese Hoffnung da, irgendwie auf einen Waffenstillstand, aus welchen Gründen auch immer, weil Zelensky aufgibt oder keine Ahnung wieso. Diese Hoffnung, die schwelt schon seit ein paar Tagen und ein paar Wochen, aber sie hat sich leider bisher nicht manifestiert, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also Zelensky, der könnte aufgabebereit sein, so sieht es zumindest JP Morgan. Schauen wir uns hier mal die derzeitige Lage an und vielleicht geht es Putin gar nicht um Kiew so großartig, denn es sind die russischen Truppen vor allem im Osten des Landes, klar Volksrepubliken, Luhansk und Donetsk, aber vor allem eben auch im Süden des Landes, Mariupol, da ist heute erstmals von See aus ein Beschuss der ohnehin weitgehend zerstörten Stadt durch die russische Marine erfolgt. Aber vor allem dann auch Odessa, das jetzt offenkundig das nächste große Ziel ist. Und wenn Sie sich das mal hier auf der Karte anschauen, dann hätten die Russen praktisch den gesamten Südteil, der am Schwarzen Meer liegt, strategisch extrem wichtig. Jetzt hat man ja im Grunde schon die Brücke gemacht, hat es geschafft, die Landverbindung zwischen der Krim und Mariupol herzustellen, also zwischen der Krim und faktisch den östlichen Teilen des Landes und den Volksrepubliken. Also vielleicht sieht das gar nicht so schlecht aus für Putin, wie uns immer gesagt wird. Vielleicht ist ja gar nicht das Ziel Kiew, sondern eben diese südlichen Regionen. Und für Putin könnte das durchaus Sinn machen, wenn Sie unten mal diese Grafik sehen, dann ist das hier eine Abstimmung in der Ukraine, wie es denn mit dem Russischen aussieht, ob das als zweite Landessprache fungieren sollte und im Osten 82-84%, Donetsk und Luhansk ganz klar dafür. Wir sehen aber auch im Süden 91% und in der Region Odessa etwa 70%. Da leben also auch viele, die durchaus Russisch sprechen, die also auch von der Mentalität her eher der russischen Seite vielleicht zugeneigt sein könnten. Dementsprechend ist das natürlich für Putin vielleicht diese Option zu sagen, okay, wir nehmen den Osten, wir nehmen den Süden. Da könnte aber Zelensky niemals zustimmen, etwa wenn der so wichtige Hafen Odessa praktisch nicht mehr zur Ukraine gehören würde, dann wäre die Ukraine abgeschnitten von seinen Häfen, abgeschnitten vom Schwarzen Meer, wäre dann ohnehin nur noch ein trauriges Gebilde, das nicht mehr überlebensfähig ist. Also von daher, falls Putin das wirklich vorhat, wäre diese Idee von JP Morgan sowieso eigentlich schon obsolet, aber manchmal, da sind eben solche Ideen durchaus wirkmächtig, zumal JP Morgan ja jetzt nicht als die bärischste Bank aufgefallen ist. Da
hat man ja immer gesagt, Beißedip, hat immer wieder auf die Mütze bekommen und jetzt hat man mal recht und vielleicht kommt dann eben auch ein solches Gerücht in die Welt. Es wäre ja zum Schaden von JP Morgan und seinen Long-Positionen vielleicht nicht. Interessant auch heute, was Zelensky gesagt hat, heute in einer Videoadresse, wo er gesagt hat, also boykottiert hier alles, was sozusagen mit russischer Energie zu tun hat. Denn diese Einnahmen durch Energie, die finanzieren faktisch diesen Krieg der Russen gegen die Ukraine, so sagt es Zelensky. Aber, wie hier Kate Long einwendet, naja, aber es fließt ja auch vor allem Gas durch eine Pipeline in der Ukraine, wodurch die Ukraine ja Einnahmen hat. Ich nehme an, die Russen zahlen weiter an die Ukraine, sonst würden die Ukrainer ja vielleicht sagen, okay, dann cutten wir diese ganze Geschichte mal. Also, da scheint Zelensky nicht bereit zu sein, einfach diese Pipeline stillzulegen, aber gleichzeitig den Westen aufzufordern, hier komplett russische Energie zu sanktionieren, ein Embargo praktisch zu erklären, nicht mehr russisches Öl zu kaufen und russisches Gas. Das ist natürlich so ein bisschen ein Widerspruch, so oder so. Egal, ob es jetzt einen Waffenstillstand gibt, ja oder nein, die Wahrscheinlichkeit, dass der Westen irgendwie mit Putin, solange der an der Macht ist, irgendetwas zu tun haben will, ist relativ gering, sodass wahrscheinlich früher oder später die komplette Abkehr von russischer Energie sowieso erfolgt. Und jetzt hat die Dallas Fed eine Analyse herausgegeben und hat gesagt, ohne diese russische Energie, Träger wird es wohl kaum zu vermeiden sein, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession abgleitet. Und da hat man sicherlich einen sehr interessanten Punkt, zumal jetzt, wie etwa Vitol sagt, ein großer Rohstoffhändler, deutlich weniger russisches Öl durch Pipelines nach Europa fließt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite russische Raffinerien deutlich weniger Öl verarbeiten. Interessant auch, by the way, dass in Tangshan, einer chinesischen Kleinstadt mit 8 Millionen Einwohnern, jetzt ein kompletter Lockdown verhängt wurde, ist in der Provinz Hebei, dort eine Stahlerzeugungsmetropole auch. Also wir sehen diese ganze Thematik Energie wie auch Rohstoffe, die scheint sich doch hier weiter zu verschlechtern. Und so sagt der Bank of America's Global Research Chef Francisco Blanche, also ich sehe ein unschönes Szenario für Öl, $200 dürften drin sein. Das sind die neuen Fangs, sagt er interessanterweise. Es ist Fuel, also Treibstoffe, Agriculture, praktisch landwirtschaftliche Rohstoffe, Aerospace, Nuclear, Renewables, also erneuerbare Energien, Nukleartechnologie und sicherlich Gold und kritische Metalle, so sagt er es. Und das sehe ich absolut genauso. Mit Öl könnte man noch hier zum Beispiel darauf verweisen, dass ohne russisches Öl es echt schwierig wird, zumal etwa in den USA die Ölproduzenten sagen, wir können gar nicht genug Arbeiter finden, qualifizierte Arbeiter finden. Nach wie vor ist jetzt etwa das Beschäftigungsniveau bei solchen Ölfirmen 20% unter dem Niveau, das wir schon gesehen hatten vor Corona. Also es ist wahnsinnig schwer, hier überhaupt die Produktion nach oben zu fahren. Wir können noch nicht verzichten auf russisches Öl. Und wenn wir dieses russische Öl und Gas nicht haben, dann wird es schwer. Dann werden wir weiter sehen, dass die Rohstoffpreise steigen. Das tun sie ja schon. Und was dieser gute Bank of America Analyst gesagt hat, das gilt eben auch dann für bestimmte Metalle, etwa Kupfer, Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt, Graphite, Zink, seltene Erden und andere. Wenn wir uns einfach mal die Grafik anschauen, was ist denn in einem herkömmlichen Benzinauto, also praktisch mit Öl betriebenen Auto oder benzinbetriebenen Auto eigentlich an diesen Stoffen drin? Ist da ein bisschen Kupfer, aber sonst ein bisschen Mangan, aber sonst nicht viel mehr, während in einem elektrischen Auto, das ja wahrscheinlich deutlich mehr jetzt nach oben kommen wird, was politisch ja sowieso gewollt war, jetzt durch den Ukraine-Krieg aber und die Abkehr von Russland noch mehr politisch gewünscht sein dürfte. Und da dürften eben Kupfer, Lithium, Nickel, all diese Dinge weiter profitieren, weil eben die Batterien so viel dieser Rohstoffe beinhalten. Dementsprechend dürfte das ein interessantes Investment sein. Und hier ThinkBTO, mithin also Daniel Stelter, hat hier in einem Kommentar mit einem Fondsmanager, der aus Holland kommt, der gesagt hat, also viele, die wirklich reich sind, viele sehr, sehr reiche Niederländer,
die sagen ihren Fundmanagers, also die sagen ihren Geldverwaltern, du kannst mir alles kaufen, nur kauf mir nicht das, was die Regierung drucken kann. Mithin also die Abkehr von Fiat-Geld. Und das spielt dann auch in diese Kerbe, dass eben das, was man anfassen kann, das, was direkt nützlich ist, das ist das neue Fang. Dem kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Die Kehrseite dieser ganzen Geschichte ist Hunger. Wir sehen etwa die Abhängigkeit von Weizenlieferungen aus der Ukraine und Russland. Da haben wir ohnehin bettelarme Länder wie Somalia zu 100% abhängig, Benin, Ägypten, Sudan. Afrika also ist hier wirklich im Fokus. Da gibt es kaum ein Land, was mal unter 40% seiner Weizenimporte aus diesen beiden Ländern, die ja jetzt erstmal nicht liefern können oder wollen, bezieht. Also da schwant einem schon sehr, sehr Schlimmes. Kommen wir jetzt zu den Märkten, kommen wir zu dieser, naja, leicht absurden Situation, dass die Märkte schon weit vor der Kurve sind, während die Fed noch hinter der Kurve ist, sagt aber, wir wollen jetzt in die Kurve reinfahren. Die Märkte müssen dann wahrscheinlich auch irgendwann in die Kurve zurück und sich der Realität stellen. Jetzt sehen wir, dass die Fed natürlich eines will. Sie will praktisch die Financial Conditions strafen. Die setzen sich zusammen aus Kreditvergabe, aus Immobilienpreisen, aus Kosten für Kredite, aus Aktienkursen. Wir sehen, dass sich diese Financial Conditions schon deutlich gestrafft hatten zwischendurch. Jetzt aber wieder durch diese Rallye, durch diesen Optimismus an den Märkten wieder deutlich laxer geworden sind. Und eigentlich kann das der Fed nicht wirklich passen. Sie will, dass diese Finanzkonditionen ein bisschen straffer werden, damit dieses Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage sich ein bisschen hier praktisch auflösen kann. Und die absurde Logik ist derzeit, dass die Finanzkonditionen sich weiter lockern, weil die Aktienmärkte steigen. Das wiederum gibt der Fed grünes Licht, um zu sagen, ja, dann können wir doch die Geldpolitik weiter straffen, um die Finanzkonditionen wieder zu straffen. Dann sagen sich die Märkte, oh super, lass sie doch erstmal ein bisschen straffen, danach müssen sie dann wieder lockern und müssen dann vielleicht sogar wieder Quantitative Easing machen. Also es ist eine Absurdität, die schon fast zum Himmel schreit, könnte man sagen. Und diese Absurdität, die wird dann noch fortgesetzt durch Fed-Speaker wie James Bullard, St. Louis Fed-Chef, der gesagt hat, ja, also wir haben zu lange jetzt die Bilanzexpansion, die Expansion der Bilanzsumme toleriert, da müssen wir jetzt was anderes machen. Wir können jetzt nicht warten, bis die geopolitischen Spannungen sich auflösen. Und vor allem, was er gesagt hat, ich glaube, so Bullard, dass die Fed eine sanfte Landung der Wirtschaft hinbekommen wird. Interessant, die Märkte sagen, no way, das wird euch nicht gelingen. Das sehen wir hier zum Beispiel eben in den Fed Fund Futures, die jetzt schon für 2023 und 2024 eben diese Zinssenkungen einpreisen, weil die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten dürfte, auf die die Fed dann wiederum reagieren müsste. Also hier sehen wir praktisch diese absurde Logik, dass die Märkte eben schon sehr weit in die Zukunft gucken. Man könnte ja sagen, Junge, preis doch erstmal das eine ein, bevor du dann irgendwie in der fernen Zukunft etwas am Horizont vielleicht siehst, was du dann auch einpreisen könntest. Aber das passiert derzeit nicht. Mal gucken, wie lange das Spiel noch geht. Können die Aktienmärkte weiter steigen? Na klar, da ist durchaus noch Potenzial. Aber ist das wirklich nachhaltig? Ist das eine Geschichte, die dann dauerhaft wirklich so gut laufen wird? Da habe ich meine Skepsis, meine Zweifel, einfach weil die Fed die Bilanzsumme erstmal reduzieren wird, Liquidität damit entziehen wird. Das wird sie auch tun, indem sie dann die Zinsen anhebt. Also ein bisschen strange ist das schon. Aber hier sehen wir nochmal den Nasdaq. Der war natürlich überverkauft. Fondsmanager unterpositioniert, Cash-Positionen sehr hoch, Absicherungspositionen auf der Unterseite sehr hoch. Und dann sieht man eben solche Erscheinungen. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, aber ist das der Trend? Nein, sagt die Deutsche Bank. Schaut euch mal die Zyklen an, in der die Fed die Geldpolitik gestrafft hat. Und zwar in einem Systeme, wie sie man es hier sagt, High Debt Error, also praktisch Fiat-Kreditgeld, das auf hoher Verschuldung basiert. Wenn du dann die Geldpolitik strafst, dann geht das nicht ohne Unfälle und jedes Mal, wenn die Fed das gemacht hat, ist es zu einem Unfall gekommen. Ja, man könnte sich vorstellen, dass das wieder passiert. Schauen wir uns mal die Analogie zu 2008 an. Wir haben an den Märkten ja auch eine Analogie zum Jahr 2018, als Paul ja auch Zinsen angehoben hat, Bilanzreduzierung auf Autopilot. Hier sehen wir potenziell eine größere Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Muss nicht so ausgehen wie im Jahr 2008, kann aber so ausgehen. Und entscheidend wird sein, wie Lance Roberts hier zeigt,
Ob dann wirklich eine Rezession folgt, ja oder nein. Normal sind solche Korrekturen, wie wir sie im S&P, dem Leitindex gesehen haben, durchaus, dass da mal 10-15% etwas nach unten geht und dann kommt normalerweise eine Erleichterungsrallye, so wie wir sie derzeit sehen. Aber die Frage ist eben, kommt die Rezession oder kommt sie nicht? Wenn sie nicht kommt, dann kann sich diese Erholung in der Regel fortsetzen. Wenn sie kommt, dann werden wir die Tiefskurse wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Sie merken, Husten. Etwas angeschlagen, etwas erkältet. Was kann man tun in stagflationären Perioden? Gold läuft sehr gut. REITs, also Immobilien, könnte man im weitesten Sinne sagen. Commodities, also Rohstoffe, Treasuries. Und dann sehen wir den S&P 500 und den Dollarindex negativ. Also das könnte das Muster sein, wenn wir wirklich eben weiterhin hohe Inflation sehen, dann eben die Situation sehen, dass die Firmen aufgrund der hohen Kosten praktisch Arbeitnehmer entlassen, nachdem die Löhne so stark gestiegen sind. Das, was wir derzeit ja sehen, noch gibt es diese Entlassungen nur sehr partiell, aber das könnte kommen. Und dann wären diese Investments sehr gut. Die Differenz zwischen den Aktienmärkten, die schon Zinssenkungen einpreisen, und den Staatsanleihenmärkten, der könnte nicht größer sein. Wir sehen heute neue Verlaufshoch etwa bei den US-Renditen, hier die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 2,38% in einer super bullischen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die nach oben ausgebrochen ist, die auch mal korrigieren kann. Aber der Trend ist klar, weiter steigende Renditen, so wie es scheint. Und abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich nochmal zur Ukraine zurückkommen. Da hat mein Kollege Hannes Zipfel diesen Punkt gebracht. Schaut euch mal an, dass vielleicht der Westen die Ziele Putins falsch einschätzt. Das ist ein Artikel, den ich Ihnen wärmstens empfehlen kann, weil er mal eine andere Sicht auf die Dinge gibt. Wir hören ja immer, naja, die Russen kommen nicht richtig voran. Da wird dann von Kiew gesprochen etc. Aber man spricht wenig eben vom Süden des Landes, der für Putin strategisch wahrscheinlich der entscheidende Bereich ist. Also das ist ein absolutes Muss, meine Damen und Herren. Werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und wünsche jetzt einen wunderschönen Abend. Sag Servus und ciao.